Diskussionen in der Gemeinde. Aachen, 29.11.1989. Am Mittwochabend war immer Bibelstunde. Alex freute sich schon die ganze Woche darauf. Die Beschäftigung mit Gottes Wort war immer etwas Besonderes für ihn, und manchmal kam er aus der Bibelstunde nach Hause und fühlte sich wie ein neuer Mensch. Hin und wieder jobbte er in einem Aachener Architekturbüro, und bei dringenden Terminen kam es durchaus schon mal vor, dass man bis nachts arbeiten musste, weil am nächsten Tag irgendein Abgabetermin war. An einem dieser Abende mit Abgabetermin verabschiedete sich Alex bei seinen Kollegen mit den Worten, kurz zur Bibelstunde zu fahren und in knapp 2 Stunden wieder zurück zu sein, um seine Arbeit zu beenden. Er ließ den leichten Spott seines Chefs schmunzelnd, aber wortlos über sich ergehen und war tatsächlich 1,5 Stunden später wieder an seinem Arbeitsplatz. Er fühlte sich erstaunlich erfrischt, und als er wieder auf die Pläne sah, die auf seinem Zeichentisch lagen, war es ihm, als ob er die noch notwendigen Änderungen und Ergänzungen viel leichter finden konnte, als das am frühen Abend noch der Fall war. Gegen 2 Uhr morgens verließ er als letzter das Büro, nachdem er seine Arbeit komplett fertiggestellt und abgabereif ausgedruckt hatte. Heute gab es keine stressigen Überstunden, sodass Alex pünktlich nach Hause kam und in Ruhe sein Abendbrot einnehmen konnte, bevor er sich auf den Weg in die Gemeinde machte. Frank Stäbler war der Pastor der Gemeinde, die Alex besuchte. Er war Ende 50, ein älterer Herr, der mit seiner Frau viele Jahre in der Mission in Kenia und in Tansania verbracht hatte. Nach ein paar Jahren bekamen sie Kinder, und als diese schulpflichtig wurden, zog es seine Frau wieder nach Deutschland. Sie kamen also zurück und er übernahm den Predigerdienst in der kleinen Gemeinde in Aachen. Frank war ein guter Kerl. Es ging ihm tatsächlich um die zentralen Fragen der Bibel und darum, dass Menschen nicht nur zum Glauben fanden, sondern darin auch befestigt wurden. Seine Predigten führten die Gemeinde durch das Neue und durch das Alte Testament, obwohl das Neue Testament deutlich mehr Raum in seiner Verkündigung einnahm. Manchmal wünschte sich Alex, in den Predigten mehr Informationen und Fakten aus der Bibel und ihren Texten zu hören, weil er der festen Überzeugung war, dass der Glaube nicht auf Gefühl oder gutem Willen beruhte, sondern in erster Linie auf der Wahrheit und Schönheit der Bibel. Dinge, die manchmal mühsam aus dem Text erarbeitet werden mussten, aber unschätzbar wertvoll bei der Befestigung der Christen in ihrem Glauben sein konnten. An dem Abend sprach Frank über 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Alex war natürlich hellwach. Er verfolgte die Auslegung und die Erläuterungen des Pastors und verglich sie immer wieder mit dem, was er gefunden hatte. Frank nahm natürlich Bezug auf Johannes 3 und erklärte, dass dort Jesus mit Nikodemus über die Wiedergeburt gesprochen habe und dass dort stehe, dass wir aus Wasser und Geist wiedergeboren werden müssen. Petrus hingegen betone, dass wir aus dem lebendigen Wort Gottes wiedergeboren seien. Er stellte die beiden Aussagen gegenüber und wies darauf hin, dass sich beides ergänze. Er sprach davon, dass es unbedingt heilsnotwendig sei, wiedergeboren zu sein, und er rief die Gemeinde zur Bekehrung auf. Auch auf die Bibelstelle aus Titus 5 ging er ein, wo geschrieben steht, dass wir gerettet werden durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Nach der Predigt ging Alex nach vorne zu Frank. Er bedankte sich für die Predigt und deren wichtigen Inhalt für die Gemeinde. Dann fragte er, ob Frank wisse, wo im Alten Testament von der Wiedergeburt die Rede sei. Frank schaute ihn erstaunt an, dachte kurz nach und sagte dann, in Hesekiel 11 steht davon, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben wird. Alex erwiderte, aber dort steht nichts von Wiedergeburt. Frank schaute noch erstaunt und fragte, wie meinst du das? Nun, sagte Alex, dort steht lediglich davon, dass wir ein neues Herz bekommen und einen neuen Geist, aber es steht nichts von Geburt. Er erklärte ihm, was er bei Hiskia und in Jesaja 66 gefunden hatte und wie diese Bibelstellen immer wieder in Verbindung mit Jerusalem stehen. Er erwähnte, dass zur Zeit des Propheten Jeremia Jerusalem erneut belagert wurde und auch hier vielfache Aussagen Jeremias zum Thema Geburt zu finden seien. Ich bin sicher, dass diese alttestamentlichen Bibelstellen mit dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus zu tun haben. Könnte das nicht sein? Fragte er Frank. »Das scheint mir sehr weit hergeholt«, erwiderte Frank. »Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Allegorien so ausgelegt werden können.« »Aber wie sonst könnte Gott die Bibelstelle in 2. Könige 19 gemeint haben, wo Hiskia davon spricht, dass Kinder an die Geburt kommen und nicht geboren werden können? Wie soll man diese Stelle sonst auslegen?«
Das weiß ich nicht. In jedem Fall soll man sich aber bei dem Thema auf neutestamentliche Bibelstellen beschränken und keine Spekulationen bezüglich alttestamentlicher Bibelstellen anstellen, insbesondere wenn es sich um Allegorien handelt. Aber das hat Jesus doch auch getan, wenn er die Erhöhung der ehernen Schlange in der Wüste auf Golgatha auslegte und so Nikodemus zeigte, wie er das Alte Testament lesen solle. Frank war das zu hoch. Er empfand diese Argumentation als unangenehm. Er war hier überfragt und er war nicht sicher, wie er reagieren sollte. In jedem Fall schien es ihm besser, Alex auf das Neue Testament zu verweisen. Du bist noch nicht lange im Glauben. Befasse dich lieber mit dem Neuen Testament und mach dir keine Gedanken über das, was im Alten Testament steht. Übe dich als junger Christ lieber im Glauben, der in der Liebe tätig ist. Hiermit war Alex zwar nicht zufrieden, er wollte aber mit Frank nicht streiten und beließ es dabei. Er fand es schade, dass Frank sich mit dem Thema nicht weiter auseinandersetzen wollte. Schließlich war das Alte Testament auch Gottes Wort. Darüber hinaus empfand er es als unbefriedigend, wenn Frank seine Fragen abwiegelte und selbst keine Erklärung für die Aussagen in Jeremia oder in 2. Könige hatte. Hätte Frank eine andere Erklärung gehabt, hätte sich Alex gerne damit auseinandergesetzt. Aber dass Frank sich vor der Frage scheute, ja fast sogar Angst zu haben schien, sich hierzu zu äußern und gleichzeitig keine bessere Erklärung hatte, empfand Alex schlichtweg als zu wenig. Weil ihm das Thema aber wichtig war, wagte er noch einen kleinen Anlauf. Noch eine letzte Frage bitte. Wie verstehst du die Bibelstelle in Jeremia, in der steht, dass Jeremia alle Männer mit Händen auf ihren Hüften sieht, wie Frauen in Geburtswehen? Frank meinte nur noch, man solle es hierbei genug sein lassen und verwies Alex noch einmal darauf, sich lieber mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Strittige Fragen müsse man immer von den deutlichen Bibelstellen aus klären und dann zu den weniger deutlichen Stellen gehen. Aber gerade das hatte Alex eigentlich vor. Er kannte die Bibelstellen im Neuen Testament, hätte nun aber gerne weitere Informationen zu den Stellen aus dem Alten Testament von Frank gehabt. Aber scheinbar kam er hier nicht wirklich weiter. Er mochte Frank und wollte ihn auch nicht verwirren. So beließ er es hierbei, verabschiedete sich und fuhr wieder zurück in seine Wohnung.